Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1602. Ja, das sind wir wieder, Folge 2. Ja, ich mach jetzt direkt weiter, ja. Ich hab richtig Bock jetzt gerade wieder auf das Game. Ah, es ist auf jeden Fall viel zu lange her gewesen. Es ist viel zu lange her gewesen, ja. Dass ich dieses Spiel gespielt habe. Wir haben 3 Holzfäller und trotzdem kein Holz. Das ist übrigens ein Problem. Aber wir haben dafür schon die ersten Siedler. Können wir die noch hochstellen? Okay, wir können die noch leicht hochstellen. Ne, 22 ist das Maximum. Ja, alles klar. Soll mir recht sein. Wir bräuchten noch 2 Tonnen Holz. Dann könnten wir uns nochmal auf die Suche machen, ob wir noch eine zweite südliche Insel finden, vielleicht, die wir auf jeden Fall haben möchten. Beziehungsweise nach Gold auf jeden Fall. Wir müssen nochmal nach Gold Ausschau halten, weil es könnte noch sein, dass es noch ein zweites Golderz gibt. Also möglich wäre es. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber hier oben auf jeden Fall nicht. Hier könnte es noch sein. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Oh, das haben wir das erst in der ersten Folge nicht gemacht. Wir haben keine Handelsverträge geschlossen. Gut, den nehmen wir auf jeden Fall an. Und die anderen bieten wir an und die haben den natürlich auch sofort angenommen. Ja, er hat halt... Gut, also unsere KI hier ist... Also die KI ist immer noch gleich doof wie früher, muss ich sagen. Also er ist der Einzige, den ich sag, der ist clever gewesen, ja. Also ich garantiere, dass da hier irgendwo Erz ist, ja. Das heißt, er hat sich eine gute Insel ausgesucht. Und selbst wenn da nur Zuckerrohr wächst, ja. Es ist trotzdem eine bessere Insel, als wie sich der Blaue ausgesucht hat, ja. Warum nimmt man eine südliche Insel als Startinsel? Wer hat sich das? Und er ist sowieso komplett lost. Eine Insel ohne Stein zu nehmen? Junge! Lern mal das Game bitte, bevor du spielst. Okay, also, like. Es ist schon okay, eine ohne Stein als Startinsel zu nehmen, aber da musst du ja. Direkt, also wenn die hier eine gute Ressource hat, aber die hat nur Weintrauben, ja? Die hat nur Weintrauben. Also für uns wäre die gut als Zweitinsel. Dann könnten wir unseren Alkohol hier anbauen, ne? Aber für ihn als Startinsel, die also ein Weintrauben dieser nicht Insel bad, sind aber. Erkundet. Okay, sag bitte nicht, dass es hier Gold gibt. Obwohl, eigentlich wäre es geil, wenn es hier Gold gibt, dann können wir mehr Geld damit machen. Nein. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Die haben wir auch noch nicht erkundet. Okay, dann fangen wir erst dahin. Die hier müssen wir auch noch erkunden, aber. Naja, braucht immer das Gleiche, ne? Immer das Gleiche. Können natürlich mit Steinen ein bisschen nachher Geld verdienen, aber. Wir können auch schon Steinbruch bauen. Wir brauchen übrigens nachher noch einen Marktplatz auf jeden Fall. Für unsere Erzmine. Hm. Na, ich krieg's nicht hin, dass ich den ganzen Berg hier hinten krieg, ne? Nee. Leider nicht. Oh, ich habe kein Holz. Ich will jetzt viel von dem Berg mitnehmen. Irgendwann müssen wir dieses Inselstückchen noch, oh nein, hier passt kein Dings hin. Dann machen wir hier drüben. Was soll's, wie machen wir denn auf der anderen Seite? Steinmetz haben wir auch schon, ja. So, einmal einen Stein bauen. Ich find's geil, dass die einen noch gar keinen Weg haben, aber sich nicht beschwert haben drüber. Angenehm. Mach so. Wie sieht es mit dem Essen aus? Reicht unser? Ja, unser 2-Fischerhütten-Taktik wächst sehr gut. Damit haben wir auf jeden Fall erstmal genug Fisch. Schiffchen. Erkunde mal die Insel.
Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Gold drauf. Es gibt Erz auf dieser Insel. Ja, Erz, dann ist kein Gold mehr drauf. Diese ganzen diese kleinen Pinöpel haben eigentlich kein Gold. Oder eigentlich auch gar kein Erz, aber. Okay, wir haben halt noch keine Baumwollinsel. Die hier wäre halt noch ganz gut für Baumwolle. Dann wäre das andere die Gewürze. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ja, chillt mal. Ich bin noch am Inseln erkunden. In der zweiten Folge. Upsi. Ja, Kontor 2 könnten wir direkt machen. Aber eigentlich, ich finde den Kontor 2 einfach immer übelst cool. Weil dieser Fachwerkstyle hat, ja. Aber ich baue ihn meistens nicht. Und ich weiß nicht warum. Das hat, glaube ich, keinen tieferen Sinn. Na, okay. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Komm, hol doch irgendwann mal Holz. Das wäre richtig cool. Da hinten könnten wir vielleicht noch einen Holzfäller oder sowas bauen. Mal gucken. Oder irgendwann später. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht reichen für eine. Okay, wir haben zwei Steinmetze, weil auf einen Eure Stadt wächst und gedeiht. Können wir nochmal zwei Steinmetze bauen. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar mehr Häuser für unser Income. Wir doch schon ganz schön viele Inseln besiedelt haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay. Baumwolle, nur Baumwolle wäre useless. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Gold? Gib mir Gold. Wenn du mir Gold gönnst. Ihr seid auf eine Goldader geil. Kurs. Er gönnt mir Gold. Er gönnt mir noch eine zweite Goldader. Unfassbar. Setzt die Vorsäge! Das ist natürlich insane. Noch eine zweite Goldader zu haben, wäre ist natürlich. Okay. Ich glaube nicht, dass es mehr wie zwei gibt. Also ich starke Zweifel daran. Also wenn es mehr wie zwei Goldadern auf dieser Map gibt, dann Alter. Du hast direkt das nächste Let's Play angefangen. So viel Glück kannst du auf einer Map nicht haben eigentlich. Okay, ich denie direkt mal die Baumaterialien. Ja, und wer mich hatet für dieses Hausbau, habe ich gemacht. Das ist halt so, ja. Ich baue den Style, den ich damals gebaut habe. Heute würde ich auch vier Häuser. Also ich würde heute die Häuser heute anordnen wie die hier und da den Weg lang machen, durch das Haus sozusagen. Aber ich habe es damals immer so gebaut und ich baue es heute noch so. Es ist also in 1602 vor allem. Also ich weiß auch nicht, was die Viererhäuser für Vorteil bringen. Klar, du sparst halt eigentlich keinen Platz, du verbrauchst mehr Platz. Du hast halt ein bisschen bessere Anbindung an die Häuser. Weil du überall einen Weg ran hast, von allen Seiten. Aber das, was ich mache, hast du ja auch überall einen Weg. Du kannst die Zweierreihen kannst du ja theoretisch schon endlich langziehen, bloß dass du irgendwann halt einen Zwischenweg brauchst. Hier, die Kapelle wird irgendwann durch eine Kirche ersetzt, deswegen in der Richtung hier. Und deswegen ist es nicht schlimm, dass ich da eine Kapelle gebaut habe, weil irgendwann muss ich denn die Kapelle, reise ich dann sowieso da. So, ich benutze auch immer möglichst viel von der Insel. Und ich, essenstechnisch, ich gehe auf Fischerhütten, ne? Also wer mich dafür hatet, lasst mich. Fischerhütten sind einfach zu OP in diesem Game, weil es gibt keine unterschiedlichen Nahrungsquellen. Die Ressourcen unterschiedliche Nahrungsquellen. Okay, die Insel wäre noch gut. Haben aber leider kein Holz mehr dabei. Wir haben eine mit Gewürz und Kakao. Und eine mit Baumwolle. Wir brauchen eigentlich keine mehr. Wir könnten natürlich over the top gehen und uns alles unter den Nagel reißen, aber möchte ich eigentlich gar nicht. Jetzt können wir es uns nicht leisten. Geldtechnisch gerade so. Wir bräuchten auf jeden Fall noch ein paar Häuschen. Ich glaube, er ist out of range von der Kapelle, ja.
Wir könnten theoretisch nochmal einen Marktplatz bauen. Und direkt auf. Obwohl, wir können euch jetzt schon eigentlich auf. Wir können einfach schon mal Wein machen. Kriegen wir die hier hin? Also können wir machen. Weingut können wir hier hin machen. So würde ich was verlieren, so nicht. So auch nicht. So würde ich. Mit dem anderen Marktplatz eine Brücke bauen. Genau, den hier tatsächlich setzen. Das ist schwierig jetzt. Weil er hat halt dann. Ja doch, ich kann ihn durch ein Konto anschließen. Ne? Okay, pass mal auf. So. Es müsste passen. So, ich baue hier Weintrauben, hier Weintrauben, hier Weintrauben, hier zwei und hier zwei. Es passt, sehr geil. Auf Dauer möchte ich dann wahrscheinlich den Holzfäller darüber anschließen. Der Weg wird irgendwann vielleicht sterben. Also, obwohl der Holzfäller wird wahrscheinlich irgendwann sterben. Deswegen baue ich jetzt auch erstmal nur die zwei. Weil. Oder ich baue erstmal eins, natürlich sowieso. Aber mit dem einen haben wir direkt Alkohol. Und sobald wir Alkohol haben, können wir die Steuern hochstellen. Und da haben wir unser finanzielles Problem erstmal gelöst, weil unser Geld wird doch schon langsam knapp. Wo ist denn unser Schiffchen? Hier? Ist das ein, ja, okay. Achso, hier war nichts. Hier war ich. Ankerlichten! Also hier sind Gewürze, aber es ist kein Gold mehr. Ich glaube, wenn eine dritte Goldquelle auf der Map ist, ich schwöre, ich habe noch kein Endlos-Game gehabt, wo drei Goldquellen sind. Außer vielleicht ein selber erstelltes Szenario, wo dann gesagt habe, das ist ein Endlos-Game, wo ich dann uns allen große Handelsschiffe gegeben habe, mit allen dänischen Sachen. Also, setz die Vorsegel! Wo ich dann halt nur gesagt habe, es sind große Inseln oder sowas. Weil ich dann die eine coole Formation gebaut habe. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, er hat Gewürze, die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Und er hat Erz, ja. Zwei Erzberge sogar. Haben wir nicht, aber sonst gut, du bist ganz ehrlich, ich kann ihn, er ist noch blau, ist noch akzeptabel, er hat Stein, er hat Erz, er hat eigentlich alles, weiß ist einfach nur lost, er weiß nicht, was weiß sich dabei gedacht hat, also ich verstehe es immer noch. Also man kann, ich glaube, das hier war früher übrigens die maximal rauszoomen, oder war das die hier? Ich glaube, die hier war maximal Rauszoom-Stufe. Man kann jetzt weiter rauszoomen. Viel weiter. Also hat wahrscheinlich was mit der Auflösung zu tun, schätze ich. Und man konnte früher dafür aber noch eins weiter reinzoomen. Wenn ich das richtig weiß. Man konnte richtig nah ranzoomen. Aber ich. Die Ressourcen aber ich dieser mag, Insel also diese sind Ansicht erkundet. Ist okay. Nee, die, ja doch, diese Ansicht war die weiteste. Das war die mittlere und dann gab es noch eine weiter drin. Und jetzt kann man noch weiter rauszoomen. Was eigentlich nichts bringt. Man kann aber nicht mehr weiter ranzoomen. Okay, die Insel, ganz ehrlich, die Insel ist so eine typische Insel, wenn ich irgendwann keine Nahrung mehr habe, ja, wo ich dann Weizen oder Rinder oder sowas drauf anbaue, weil die sonst nichts hat außer Platz. Also nichts. Setz die Vorsegel! Und, also, guck mal, du hättest doch hier, nee, der Weiße hätte doch hier siedeln können. Das wäre noch cleverer gewesen, ja. Okay, warte mal, habe ich eigentlich... Alkohol läuft nicht, ne? Nee, läuft nicht. Das hier ist natürlich... Dieses Design hier ist nicht 100% effizient immer. Weil teilweise die hier von dem hier klauen und andersrum. Also sie haben beide noch ihren eigenen... Also so 80%, sag ich mal, ist immer ausgelastet. Und das reicht mir erstmal.
Okay, das Haus hier würde ich keine Häuser bauen. Die Kapelle ist sowieso nicht in Range, ne? Okay, ich muss hier aber noch einen Marktplatz bauen, bevor ich noch Häuser bauen kann. Der passt halt hier gut hin. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Wir könnten Steinstraßen, sollen wir direkt Steinstraßen machen? Weiß nicht. Können wir machen. Müssen wir aber nicht. Steinstraßen sollten wir an solchen Stellen hier machen. Wo irgendwelche Sachen produziert werden. Und abgeholt werden muss. Das sollten wir, also Steinmetze hier natürlich, die auch hier hinten. Reicht aber noch gar nicht. So, jetzt kommt da noch ein drittes Gold. Ich schwöre, da kommt noch. Insel sind das ist eine gute Insel eigentlich. Das ist also nicht schlecht. Die Insel bietet Erz. Okay, kein Gold mehr. Das, da, also hier könnte noch Gold sein, das glaube ich nicht. Wenn er jetzt hier Weintrauben, Tabak und Zuckerrohr hat und Gold und reiche Eisenerz bekommen, dann Alter. Ja, dann GG. Eisen wird er haben, ganz sicher, aber. Okay, ich muss euch den Baumaterial dann doch nochmal wieder freigeben, ne? Okay, er Weingut produziert. Sehr, sehr geil. Das stürzt uns natürlich ein bisschen mehr in Unkosten, aber die werden wir gleich wieder rausholen. Ein Weingut wird erstmal reichen. Wein wird direkt erfüllt sein, ne? Bier, Alkohol, whatever. Macht was damit, was da, macht daraus, was ihr wollt. Let's go. Und damit sind wir instant positiv hier. Also ist nicht viel, aber wir sind positiv. Wo habe ich das Schiff hingeschickt? Ach hier. Okay, das ist ganz geil zum Schiff finden. Das ist die praktisch. Ressourcen dieser Insel sind. Okay, Tabak, Weintrauben. Okay, ich I guess. Der Blaue hat nichts komplett falsch gemacht, weil es doch einige Inseln gibt, wo es beides gibt. Und ich nicht alle claimen werde. das werde ich nicht tun. Insane ist nur, dass wir zwei Goldadern haben auf der Map. Also das ist wirklich, wirklich krass. Einkaufskosten. Gut, wir haben noch Dings dabei. Wir können direkt mal die hier wieder freigeben. Zum Wirtshaus bauen würde. Das würde natürlich hier hinpassen. Würde ich sogar auch alles in Range haben. Ich kann halt leider nicht einem einzelnen Pionier verbieten, sich auszubauen. Ist aber ganz geil, wenn er sich jetzt nicht ausbaut, dann haben wir uns ein Werkzeug gespart. Also, ist auch nicht so krass, aber. Die Ressourcen dieser Insel okay, Tabak, sind erkundet. Ja, er ist solid hier. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Ja. Er hat sich eine solid Insel rausgesucht. Viel Platz. Leider, die ganz großen Inseln sind hier gar nicht gespawnt. Das ist immer endlos Game, ne? Das ist. So, hier habe ich alles erkundet. Ich glaube, ich habe alle Inseln jetzt durch. So, Baumwolle, Kakao wäre natürlich noch eine gute Insel hier, aber. Also die können wir uns noch gönnen vielleicht. Alle anderen. Eigentlich haben wir Baumwolle. Und Kakao und Gewürze auch. Aber wir könnten eine reine Baumwollinsel machen hier. Mit Gold natürlich. Also Gold ist natürlich Prio 1. Wir könnten eine reine Gewürzinsel machen und wir könnten dann eine reine Kakaoinsel machen. Irgendwann später fürs Late Game. Daran denke ich gerade nur. Okay, habe ich schon Erzminen freigeschaltet? Nein. Also wir brauchen noch ein bisschen. Sobald mein Schiff zurück ist, haben wir noch 32 Tonnen Werkzeug.
Und das ist unsere Notreserve gerade. Für Erzmine und so weiter. Nahrung sieht immer noch gut aus. Sobald wir Werkzeug produzieren, können wir auch nochmal eine Fischerhütte bauen. Auf jeden Fall. Aber zwei Fischerhütten war eine gute Entscheidung. Die brauche ich auf jeden Fall. Ist ein bisschen nervig, dass der Konto hier alles abholt. Aber es geht nicht anders gerade. Erz wäre natürlich insane gewesen, wenn wir zweimal hätten. Auf dem großen und auf dem kleinen Berg. Aber ja. Das wird hoffentlich eine große... Wir haben, wie gesagt, hier unten, hier haben wir eine große, auf jeden Fall. Bin mir fast sicher. Deswegen, ja. Ja, das ist schon gut. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir müssen die Erzmine, ich möchte die Erzmine heute noch machen. Komm, Schiff, beeil dich mal ein bisschen. Achso, ja, was Steinwege bringen, die Dinger sind ein bisschen schneller, die Marktkarren. Schiff, Bro, ich hab dich hierher geschickt. Okay, vielleicht habe ich auch missklickt, aber glaube ich jetzt nicht. So. So, dann können wir alles abladen. In die Wanten! Und dich können wir eigentlich direkt hierher schicken. Weil. Ah ja, gut, er hat sich ausgebaut. Es ist nicht so schlimm. Wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Siedler. Ich glaube, wir brauchen 100 Siedler für eine kleine Erzmine. Oder 150 vielleicht. Wir können auf jeden Fall hier mal eine Steinstraße fertig machen. Und der Holzfäller bleibt auf jeden Fall für immer hier stehen. Deswegen wollen wir da auch eine Steinstraße. Bei den anderen weiß ich noch nicht. Vielleicht ziehe ich die irgendwann um. Vielleicht hier hinten. Ja, hier hinten kann ich wahrscheinlich keine Holzfäller bauen. Ich muss wahrscheinlich hier... Ah, das wird schon wieder kacke hier. Okay, ich muss hier sowieso noch Marktplätze bauen, aber hey. So. Alkohol, wie viel Alkohol haben wir? Wir haben 4 Tonnen Alkohol, das ist okay, das ist okay. Habt ihr, ja, jetzt bauen wir da. Muss nur gucken, ob Stoffe auch reichen, ne? Die reichen erstmal. Oder wollen wir die Insel noch? Ist die Frage. Wollen wir die Insel uns noch holen? Die ist sehr nahe. Die ist sehr nahe. Das ist schon, wäre schon praktisch vielleicht. Und die ist groß. Komm, weißt du was? Die. Wir könnten natürlich die hier noch nehmen, aber ich denke ganz ehrlich, die brauche ich nicht. Eigentlich brauche ich die andere auch nicht. Aber es geht mir darum, dass ich eigentlich hier Kakao und euer Volk benutze. Braucht eine Schule. Ja, ich glaube, jetzt können wir eine Erzmine bauen. Nein, noch nicht. Aber fast. Wir können schon eine Werkzeugschmiede bauen. Wir sind kurz davor. Ich glaube, wir brauchen noch 50 Einwohner mehr oder sowas. Dann können wir eine Erzmine bauen. Das Ding ist, die Baumwollinsel hier unten ist ziemlich weit weg. Die ist sehr gut, weil sie Gold hat. Aber ist sehr weit weg von uns. Von unserer Hauptinsel. Wenn wir dann eine Handelsroute machen, wird die sehr, sehr schwierig sein, dass wir die erhalten können, wenn wir dann irgendwann mal Krieg führen. Und deswegen will ich da eigentlich noch eine zweite. Ich will einfach nochmal sicher gehen. In die Wanten! Ah, hier ist halt ganz cool. So, jetzt fahren wir wieder hierher. Wir müssten jetzt mittlerweile die Erzmine bauen können. Nein, können wir immer noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cliffhanger hier, ja? Wir bauen die Erzmine einfach nächste Folge, ja? Ciao!